Mein Name ist Thomas Reininghaus, ich bin Mitglied im Verein IoT Austria, einem gemeinnützigen Forschungsverein, der sich zum Ziel gesetzt hat, das Thema der offenen Kollaboration im Internet der Dinge zu behandeln. Unsere Ziele sind darauf hinzuweisen und zu zeigen, dass offene Quellen und offene Hardware und vor allem offene Protokolle die Mittel der Wahl sind, um im Internet der Dinge und in den Anwendungen des Internets der Dinge zum Ziel zu kommen. Wir sind im Zusammenhang mit unseren Aktivitäten auf Linux-Wochen und auf Makerfairs auf die Idee gestoßen, Internet der Dinge im Zusammenhang mit Landwirtschaft und mit Pflanzenaufzucht uns als Thema vorzunehmen. Die konkrete Internet-Idee, Net-Idee-Einreichung, die wir planen, ist ein Wireless-Sensor-Netzwerk basierend auf unserer offenen Hardware-Entwicklung, kombiniert mit einer offenen Hardware-Entwicklung aus Litauen, einen Bodenfeuchte-Sensor zu kombinieren. Die Einreichung wird in der Kategorie natürlich des Internets der Dinge erfolgen. Das Wireless-Sensor-Netzwerk soll als klassische Anwendung über das Internet erreichbar sein. Die Anwendungsfälle, die wir uns vorstellen, reichen vom Urban Gardening bis zu gewerblichen Anwendungen in wasserarmen Regionen, wo der Bodenfeuchtegehalt ein wichtiges Thema ist, um die knappe Ressource Wasser sparsam einzusetzen. Das Projekt selbst wird dann auf unseren Vereinswebseiten abgewickelt und wird die Source Codes werden auf GitHub, der Plattform, zur Verfügung gestellt. Jetzt gebe ich weiter an den Florian. Mein Name ist Florian Schweikert. Ich bin einer der Entwickler der SaraBox. Die SaraBox ist eine Basisstation für das Wireless Sensor Network. Sie ermöglicht es, jeden Sensor über das Internet anzusteuern und zusätzlich auch alle Sensorwerte zu sammeln und gesammelt zugreifbar zu machen. Weitere Mitglieder des Teams sind Dr. Ralf Schlatterbeck, zweiter Teamleiter und Open Source Experte, Diplom-Ingenieur Nikola Trifonovic. Er ist Embedded-Experte und kümmert sich um die Energieversorgung der Sensorknoten. Okay, wir hoffen auf eine erfolgreiche Einreichung bei der NetID und bedanken uns.